Für viele Menschen bedeutet Nachhaltigkeit nicht zwangsläufig, das Autofahren gleich ganz einzustellen. Zur Nachhaltigkeit gehört auch, zu überdenken, wie man sich in städtischen Ballungsräumen fortbewegt. Sich beispielsweise ein Auto mit anderen zu teilen, ist eine wirklich nachhaltige Überlegung und eine neue Form individueller Mobilität. Drive Now ist verfügbar in 4 deutschen Städten: München, Berlin, Düsseldorf und Köln. Mit Elektrofahrzeugen in San Francisco und demnächst auch in München und Berlin. 2013 folgen weitere Städte. Sobald wir den BMW i3 auf den Markt bringen, wird er selbstverständlich Teil der Carsharing-Flotte. Und das wird toll sein, erstmals den BMW i3 zu fahren. Ich glaube, dass ein flexibles Carsharing unser Mobilitätsverhalten in Großstädten verändern wird. Es ist eine sehr nachhaltige Idee, Autos mit anderen zu teilen und darauf zu achten, wie wir Autos nutzen. Sie können Autos mit der App Ihres Handys finden und buchen oder online gehen, um das Auto ganz einfach zu reservieren und zu buchen. Aber auch wenn Sie an einem Fahrzeug vorbeikommen, können Sie es ohne vorherige Reservierung nutzen. Fahren von A nach B, das Auto dort abstellen, alles kein Problem. Ich muss keine Parkgebühr zahlen und keine Versicherung. Ich bin völlig flexibel. Die Idee von Project I ist revolutionär. Über Nachhaltigkeit in einem ganzheitlichen Konzept nachzudenken, finde ich toll.